Thank you.
Hallo Sternenbürger, hier sind zum Wochenende die Space Bear. Und der Space Dirk, wir hoffen, ihr seid gesund und munter, ja, bei diesem stürmischen und verregneten Tag. Ja, heute, ja, starten wir mal wieder mit so ein paar kleinen News aus Star Citizen, aus der schönen Star Citizen Welt. Ja, anfangen wird Bettina, bitteschön. Genau, es gab so ein kleines Video, Women of CIG zum Weltfrauentag. Das ist eigentlich ganz sehenswert. Da werden so einige Frauen, einige Programmierer von oder Programmiererinnen von CIG vorgestellt. Warum sie das machen und wer ihre Vorbilder sind, ist eigentlich mal ganz nett anzuschauen. Also wer Spaß dran hat, sollte das mal tun. Hallo Celia24, schön, dass du dabei bist. Und Tosch23, Hallöchen. Ja, begrüße natürlich auch unsere Zuschauer. Ja, und wenn wir schon ein paar Zuschauer haben, bevor wir jetzt hier beim Monthly Report weitermachen, erstmal ein herzliches Willkommen an Duke Rocker, unseren Thorsten. Hallo, Thorsten. Ja, Thorsten macht heute ein bisschen mit. Wie gesagt, wir machen heute gemütliches Gameplay. Ihr hört es schon an der Musik. Ne? Es wird etwas entspannter heute und stressfrei. Ja, bevor ich zum Monthly Report komme, ja, gestern hatten wir hier eine große Veranstaltung bei uns in der Orga. TeamSpeak war gut gefüllt. Wir haben ein Groß-Event gemacht namens Unity, was freundlicherweise übertragen wurde durch PsychShot. Ihr kennt ihn ja sicherlich, und wenn nicht, ja, schaut mal auf seinen Kanal. Und genauso waren anwesend natürlich Baha Chan, die das Ganze dann eben übertragen haben. Und dann war auch noch dabei Paulchen NR, der hier auch noch für das Kartell mit streamt. Also man konnte das Ganze ja auf verschiedenen Kanälen aus verschiedenen Perspektiven sehen. Ja, gut, das mit den Perspektiven machen wir hier auch, aber dann in einem Stream in dem Sinne. Ja, aber wie gesagt, hier sind so kleinere Sachen als solches, die hier übertragen werden. Ja, Bettina war so freundlich, hat uns im Hintergrund alle schon invited. Dann können wir ja gleich mal auf dem Server starten, in so einem schönen EU-Server. Und dann gucken wir mal, dass wir hoffentlich einen guten Server erwischen. So. Tosch 23 ist überhaupt kein Problem. Ich bin in solchen Sachen völlig schmerzfrei. Das ist nicht schlimm, dass du nur Dirk gegrüßt hast. Ich habe mich auch mit angesprochen gefühlt. Hallo Bad for Mining. Moin Moin. Schön, dass du dabei bist. Ja, Bad for Mining. Ja, ich hoffe, das bezieht sich nicht auf Star Citizen Mining, oder? So schlecht ist Mining gar nicht. Zumindest im Moment wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Und noch so ein paar kleine Überarbeitungen beim UI kommen ja noch. Die sind ja entsprechend angekündigt von Star Citizen. Gucken wir mal. So, auf dem Server sind wir schon mal. Das ist schon mal viel, viel wert. Eher ein A. Bad Aiming. Hallo Simon Wright, schön, dass du wieder zuguckst. Ja, hi Simon. Fein, fein, dass du wieder dabei bist. Wie gesagt, wir haben heute offen, Simon. Also wenn, kannst du gerne versuchen, bei uns hier auf dem Server mitzukommen. Und wenn du möchtest, ins TeamSpeak hier in unseren Kanal mit rein. Der ist heute offen. Wir wollen heute ein bisschen Pakettransport machen. TeamSpeak wird auch mit übertragen.
Achso, siehst du, jetzt renne ich dir ja schon nach. Na, da habe ich dir auf den Hintern geguckt. Aufs Gewehr meine ich natürlich. Na. Bettina und ich haben uns gerade mal so ein bisschen abgesprochen. Ein Blick sagt manchmal mehr als 1000 Worte. Wir werden ein Schiff nehmen. Oh, keine Cutlass da. Da muss ich erstmal eine holen. Mit der Caterpillar wäre, glaube ich, etwas übertrieben. Na, die MSR, das wäre auch Quatsch. Oder hier die kleine Peiskes. Wo haben wir die denn? Ach, naja, gut. Dann warten wir noch ein bisschen, bis die Cutlass da ist. Hast du keine Freelancer? Die habe ich schon. Oh, jetzt geht die Verdopplung hier schon wieder der Schiffe los. Mal gucken, ob ich die hier kriege. Ja, Verdopplung der Schiffe hatten wir ja schon auch oft genug das Problem. Ist uns ja nicht ganz unbekannt. Wo ist denn Treffen? Ja, wo ist Treffen? Da, wo du möchtest. Wir... Siehst du auf der Sternkarte hier. Warte mal, wo sind wir? Bei Genie Point? Nee, Quatsch. Crusader L1. Da kannst du gerne hinkommen. Dann komme ich da mal rüber. Zucchini 98, Hallöchen. Schön, dass du dabei bist. Wie immer, wir freuen uns. Ja, moin Till. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Wenn, dann sagt Bescheid, wenn die Musik zu laut ist, dann mache ich die gerne ein bisschen leiser. Ich kann sie auch lauter machen, so ist das ja nicht, um Gottes Willen. Musik ist perfekt. Na, das läuft doch. Rubber Duck. Moin moin. Schön, dass du dabei bist. Ja, hi Rubber Duck. Hoffe, du hattest heute nicht so einen stürmischen Tag wie wir hier in... Ja, Silly, schön entspannte Musik heute. Völlig stressfrei. Ne? Mit einer Tasse Tee daneben. Im Teamspeak ist auch noch nicht so viel los. Da sind alle von gestern noch ein bisschen K.O. So ein Event als solches ist ja dann doch immer so ein bisschen anstrengend, wenn man da mitmacht und je nachdem, welche Position man sich da... welche Position man innehat. Ja, Rubber Duck, ja. Ein wenig Sturm, ja. Also hier hat es halt ein paar Mal gepustet. Da haben wir gedacht, tja,
Das ist hier der Orkan, der uns hier gleich das Dach wegpustet. Also, aber kurz als Gedanke, alles so einigermaßen da geblieben, wo es hingehört. Ja. Hier steckt auch noch Unity in den Knochen. Ja, das kann ich mir denken. Wie gesagt, das ist ja immer so ein Event. Da muss man sich mal so ein bisschen konzentrieren. Hier so das, was wir jetzt machen oder was man hier so täglich sonst macht, ja, ist ja mehr so tiefenentspannt und da kann man so ein bisschen abschalten. Und wenn was schief geht, ja, dann geht eben was schief, dann ist das so. Ich bin ja letztens auch da in so einen Asteroiden, der vor mir kurz aufploppte, gegengeflogen. Dann ist das halt so. Das ist nicht so schlimm. Aber ja, bei so einem Event sieht das schon so ein bisschen anders aus. Da muss man sich dann doch so ein bisschen mehr konzentrieren. Den Funkverkehr mit beachten. Ja, mit dem Server, ja, da habt ihr ja gestern echt richtig Glück gehabt. Na, also das ist so, ne, die Zitterpartie schlechthin. Na, das haben wir ja schon oft genug erlebt mit 50 Leuten auf dem Server und ja, der Server hat alles gemacht, was er sollte, aber also nicht das gemacht, was er sollte, so rum, ne? Hallo Alborg, vielen Dank für den Follow. Ah ja, Iceborg. Ja, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du uns hier folgst. Ja, für alle, die uns hier noch nicht so kennen oder wissen möchten, was wir hier machen. Ja, hier sind Space Bea, meine hübsche Frau und meine Wenigkeit, der Space Dirk. Ja, wir kommen aus dem Ländle Niedersachsen hier und sind faszinierte Star Citizen Spieler und ja, haben uns hier so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, Star Citizen zu streamen, ein bisschen was für Anfänger zu erklären und ansonsten ja auch unsere Orga so ein bisschen mit darzustellen, was hier alles gemacht wird. Ja, dann haben wir noch jemanden jetzt hier im Teamspeak. Dann begrüßen wir auch nochmal den Razorcrest, den Timo. Wenn er was sagen möchte, kann er jetzt seine Stimme erheben. Bitteschön. Ja, hallo. Ich bin übrigens der Alice Borg, der dir jetzt folgt. Ah ja. Sehr schön. Ja, und der Tosch 23, ja, auch Niedersachsen. Ich glaube, das Thema hatten wir beide schon mal irgendwie, ja, gebürtiger Oldenburger. Ja, wir sind, ja, näher Hannover hier und, ja, wie gesagt, wir sind hier seit über 3 Jahren jetzt Mitglied in dieser Orga, haben hier viel, viel Spaß. So, das gemeinsame Gameplay gefällt uns hier sehr gut. Gute Strukturen hier in dieser Organisation gibt es schon seit ja über 7 Jahren, wurde gegründet am 26.11.2013 und ja, seitdem hat sich immer wieder was getan, also hier gibt es keinen Stillstand, das ist das Schöne und hier gibt es auch Gameplay, was uns natürlich auch gefällt und was wir natürlich auch gesucht haben.
Ja, ansonsten, wer hier mal Zuschauer ist und sagt, Mensch, da würde ich ganz gerne mal mitmachen, auf unserem TS ist natürlich jeder willkommen, das ist kein Problem, kommt hier aufs TS, sind gleich hilfsbereite Mitglieder da, die euch mit offenen Armen empfangen. Wer im Stream hier mitmachen möchte, ja, ist natürlich auch herzlich eingeladen. Das können wir ja nicht oft genug sagen. Dann besprechen wir das vorher. Beschnuppern uns etwas. Wie gesagt, ich habe die TS-Daten nochmal hier ansonsten in den Chat reingepostet. Das-Kartell.org und das Kennwort ist Farbeyond. Man muss nicht unbedingt, wie gesagt, Mitglied hier sein. Wer hier reinkommt, sich entsprechend auch benimmt, ja, bekommt dann ein Bierglas, hat dann somit Stammgastrechte hier und kann sich relativ frei im TS bewegen und mit uns was unternehmen. Ja, ansonsten wollten wir heute noch mal so ein bisschen berichten, was es so an News gab. Am Mittwoch war ja natürlich mal wieder so ein kleiner Report draußen, der alle zwei Wochen das Roadmap-Update zeigt, mit so ein paar Erläuterungen, Einblicken und Entscheidungsfindung von Chris Roberts, welche Veränderungen da eben sind, und ja, man möchte damit eben die Kommunikation hier mal ein bisschen offener und aufschlussreicher für uns darstellen. Ja, manchmal wird ja doch ein bisschen über das Spiel geschimpft, was die Entwicklungszeit und die Entwicklung betrifft und die Kommunikation von Chris Roberts bzw. eben CIG. Und das möchten die damit eben so ein bisschen versuchen, ja, wieder glatt zu ziehen. Ja, was gab's Neues? Ja, im Fortschritts-Tracker, so, ne, geht's jetzt auch um Waffenfehlfunktionen, ne, Verschleiß, ja, FPS-Waffen und die Überhitzung. Na, also ist nichts mehr so, wie wir jetzt hier durch die Gegend schießen und uns hier gegenseitig manchmal im FPS hier das Leben schwer machen. Da kann es dann also auch schon mal jetzt zu Fehlfunktionen dann zukünftig kommen. Das Ganze, ja, ist dann so ein bisschen Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wohl, ne, angekündigt. Vorerst möchte man natürlich den Salvage-Feature mehr Priorität einräumen. Ja, da freuen wir uns natürlich auch ein bisschen drauf, zumindest wir Profitler, ne, weil das fällt ja auch noch in unseren Bereich. Ja, rechts neben mir geht schon die Faust nach oben, da freut sich schon jemand auf Salvage. Mal gucken, welche Möglichkeiten da noch kommen. Und wie da vielleicht auch Schiffsklau irgendwie mit eine Rolle spielt. Und danach, ja, werden dann die Schiffe eben klein gemacht. Ja, Fuel Scoping stand noch mit drauf. Multifunktionsanzeigen 2021. Da bin ich auch mal auf die Multifunktionsdisplays gespannt, was sie da machen, dass wenn man da Einstellungen zum Beispiel macht, ja, das wäre schön, wenn diese Einstellungen dann auch mal vorhanden bleiben und man nicht jedes Mal, wenn man das Schiff dann neu wieder den Sitz besetzt, nachdem man es irgendwo gerufen hat, alles wieder neu einstellen muss. Das wäre, ja, tolle Sache, würde ich mich sehr drüber freuen. Was gibt es noch Neues? Ja, Antipersonengeschütztürme. Da hat man ja auch schon einiges in Videos gesehen, was da so kommt.
Da braucht eigentlich nichts groß berichtet werden. Ja, Stanton-System. Ja, Polish. Da geht es Gott sei Dank auch weiter. Mal gucken, was dann aus Horizon wird. Ja. Personal Inventory. Also Inventarisierung ist entsprechend umbenannt worden. Das ist auch in den letzten Calling All Devs beschrieben worden, wer das gesehen hat. Ja, das waren eben so Sachen, ja, die so relativ interessant auch für uns so als normaler Star Citizen Spieler sind, beziehungsweise eben auch als Profitler für Salvage, wenn das eben mit dazu kommt. Da lassen wir uns hoffentlich positiv überraschen über die Dinge, die da eingepflegt werden. Ja, was noch zu berichten wäre, sind Missionen, die jetzt zeitgesteuerte Multidrop-Lieferungen beinhalten. Das heißt, zeitgesteuerte Liefermissionen mit mehreren Abwürfen, unterschiedlichen Zeitvorgaben. Das heißt, der Spieler muss also Prioritäten setzen und seine Routen gut planen, um sicherzustellen, dass er rechtzeitig die Pakete abliefert und ausliefert. Das ist mit Sicherheit auch ganz spannend noch. Ja, ich habe leider im Moment hier keine Transportmissionen bei mir hier drin. Ansonsten müssen wir nachher nochmal irgendwo anders hin verlegen. Mal gucken, ob wir da irgendwelche Paketmissionen kriegen. Na, vielleicht haben die anderen ja irgendwelche Paketmissionen. Müssen wir gleich mal schauen. Ne, Bettina hat ansonsten auch nichts drin. Ja, das sind die Paketmissionen, die wir dann heute machen. Wie gesagt, das, was Bettina gerade gesagt hat, dass das eben zeitgesteuerte Liefermissionen sind. Ja, da müssen wir dann eben den Turbo einschalten, wenn wir dann die Pakete ausliefern, ja, am besten schon über der Station abwerfen, ne? Oder wie der Weihnachtsmann Abkürzung daneben nehmen durch den Schornstein. Genau, dann gibt es noch Frachtmissionen, die vom Spieler verlangen, dass er besonders vorsichtig bei den Lieferungen ist. Will heißen, dass diese Lieferungen ansonsten explodieren können. Man kann also nicht in den Quantum Drive zum Beispiel wechseln. Gab es auch schon bei dem Xenon-Thread. Vielleicht erinnert ihr euch. Das war eigentlich auch ganz witzig und ganz spannend. Da muss man also dann aufpassen, dass die Schiffe nicht explodieren. Ja, also keine Aufträge für Bori sozusagen. So.
So, ich habe eben nebenbei nochmal gleich Call to Arms angenommen, falls irgendwo mal ein böser Bube ist, den man über den Haufen schießt, damit man auch gleich wieder ein paar Credits verdienen kann. Dann noch mal. Wer möchte, kann natürlich auch gerne mal bei Baha vorbeischauen. Und ja, wie gesagt, das VOD vom gestrigen Tag. Genauso wie natürlich bei PsychShot. Sehr interessant, wie gesagt, was gestern auf die Beine gestellt wurde. Wer das gesehen hat, weiß, warum es dann heute ruhiger vonstatten geht. Der Duke hat mir schön zugewunken. Muss erstmal gucken, ob ich meinen Helm überhaupt aufhabe. Natürlich nicht. Das ist ja manchmal etwas problematisch hier. Hallo? Na, zwei Daumen hoch für mich, das ist aber nett. So, ah, da ist mein Helm schon, wunderbar. Ja, also ich würde definitiv hier schon mal die schöne Telekom Edition holen. Wer möchte, kann gerne mit einsteigen. So, Heizung konnten wir auch schon wieder runterdrehen. Die beiden Heizlüfter laufen hier auf voller Stärke. Also sprich die PCs. So, Pad 04 bitte. Pad 04. Gut, ich gehe auch mal hinten in der Ecke. Sonst hier nicht einrempeln. Einer fehlt, glaube ich, noch. Nein, keiner wird zurücklassen. Nee, da ist er. Ah ja, gut, okay. Das sah eben wirklich hier voll auffällig. Ja, genau. Ja, für alle, die neu dabei sind in diesem Spiel, einfach die Taste T mal gedrückt. Ne? Schon ist eure Taschenlampe oder Kopflampe entsprechend an. Ne? Wenn es also irgendwo mal ein bisschen duster ist. Ja, man sieht hier heute mal wieder so ein bisschen das Rubberbanding, das sogenannte. Ne? Und jetzt sind alle plötzlich irgendwie entschwunden. Ich sehe nur noch Bettina. Der Rest ist, ja, ah, da jetzt sehe ich den Razor wieder. Ja, wunderschön anzusehen. Die Tür geht auf, die Tür geht zu. Bettina steht da noch und eine Sekunde später, obwohl die Tür nicht mehr aufgeht, ja, ist Bettina entschwunden. Ja, Hexerei würde ich mal sagen. Magic. Genau, it's magic. So, denkt immer dran, ne? Wie gesagt, wenn ihr irgendwo seid, um zu wissen, wer befindet sich in meinem Schiff, über F1 in die Kanäle und dann gucken, was in eurem Schiff drin ist. Dann wisst ihr, wer sich da drin befindet, ob sich da irgendwelche falschen Personen
Blindenpassagiere befinden, die eigentlich keine Erlaubnis haben, mit euch mitzufliegen. So, ja, natürlich. Denkt dran, so, ihr habt sie gerade gesehen bei mir auf dem Bildschirm. Zeigt er dann mal eben schnell an, dass man zu lange über der Station schwebt, beziehungsweise den Landing Pads. Und dann kann es schon mal sein, dass man mal kurz eine Strafe bekommt. Denkt also auch immer dran. Wenn ihr irgendwo landen wollt und da ist die Meldung, dass man ATC kontaktieren soll, dann tut das bitte auch und holt euch einen Landeplatz und landet da nicht einfach so irgendwo mittendrin, weil das gibt nur Probleme und Geldstrafen und das wollen wir ja nach Möglichkeit verhindern. Ja, ATC, für diejenigen, die sich fragen, oh Gott, was ist denn ATC? Kein Problem. Air Traffic Control ist das, ne? Also der Tower sozusagen, um entsprechend Erlaubnis einzuholen, dort landen zu dürfen. Ja, Bettina ist wieder schön in der Außenansicht hier. So, Delivery Mission. Da haben wir doch was. Drei Pakete abholen. Drei Pakete abholen. Und dann entsprechend weiterleiten. Das Ganze tracken wir natürlich wieder entsprechend. Und da wir natürlich wieder mit mehreren unterwegs sind, machen wir gleich einen Share. Und hier sieht man es, Ü gedrückt, hat Bettina diese Mission gleich übernommen und hat natürlich entsprechend alle Marker, die dazugehören. So, unsere alte Route können wir jetzt löschen. Wenn alles gut geht. Bis jetzt geht es noch nicht gut. Also von Crusader L1, gut, dass wir da gerade nicht hergekommen sind, sollen wir das erste Paket abholen. Aber leider werden mir die Marker dafür noch nicht angezeigt. Hat irgendwer die Missionsmarker von euch? Ja. Gut, bei mir werden sie nämlich nicht angezeigt. Ich werde das Ding nochmal antracken und wieder tracken. Mal gucken. Hast du vielleicht Call to Arms noch getrackt? Ja, die habe ich hier, aber nee, die habe ich zwar im Hintergrund auf Accepted, aber nicht getrackt. Ich habe jetzt eben extra. Ah, jetzt ploppen sie nochmal auf. Gut, dann gucken wir doch mal. 1.056.000. Welches holen wir zuerst ab? Ach, dann holen wir das ab. Port Olisa. Na siehste, da haben wir ja unseren alten Punkt wieder. Da dürfen wir gleich das erste Paket abholen. Na. Irgendwer lüftet da hinten durch. Eine Tür geht auf und zu. Wir wollen was sehen. Genau. Stecke ich hier hin. Ja, stecke ich. Dabei habe ich doch ein Duftbäumchen da hinten aufgehängt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ne? Rauspacken, was funktioniert nicht? Na, ohne Schweiß. Na, ja. Proceed to assigned landing bay.
Nee, da wollen wir eigentlich gar nicht landen. Ich werde gleich noch mal eine kleine Runde drehen. Er will uns auf einen anderen Pad runterbringen, als wir natürlich das Paket abholen müssen. Oder ich verbleibe hier schwebend. Ja, achtet drauf, wenn ihr so ein Paket mal abholt hier von Port Olisar. Na, da kann es sein, dass ihr woanders ein Landeplatz zugewiesen bekommt, als da, wo das Paket abgeholt werden muss. Wenn ihr mit mehreren seid, ist das kein Problem. Auch wenn ihr alleine seid, funktioniert das Ganze natürlich. Dann schwebt man etwas neben die Station. Bleibt dort einfach stehen. Ich gehe mal komplett in meine Außenansicht raus. Und dann, wenn jemand möchte, darf er aussteigen und das Paket holen. Das könnt ihr natürlich dann auch immer entsprechend selber machen. Genau, da schwebt schon der erste raus. Das war nicht so gut. Ja, kleiner Bauchklatscher. Perfekte Landung. Und ihr habt es gerade eingeblendet gesehen, Member Left. Ne? Dann weiß man also ganz genau, okay, da ist jemand gerade aus dem Schiff ausgestiegen. Bea sichert das Ganze und da hinten haben wir als Marine sozusagen auch noch jemanden stehen. Für alle Fälle, man kann ja nie wissen, was mal so passiert. Ja, Außenansicht, F4-Taste und wenn ihr die F4-Taste festhaltet und mit dem Mausrad mal so ein bisschen vor und zurück scrollt, ja, dann seht ihr nicht nur, wie schief ich gerade hier mein Schiff gerade gestellt habe, sondern damit könnt ihr natürlich auch entsprechend hin und her scrollen, ranzoomen. Mach mal bitte die Tür wieder auf. Und schwupp, drin ist er, wunderbar. Ohne Bauchklatscher, na? Hey! Naja, ich hab mich eben verletzt. Ja, da macht euch keine Sorgen, wenn euch das mal irgendwie passiert im Spiel, dass ihr da irgendwo auf die Nase fallt. Ne, das sieht man auch in den Videos von gestern schön, als die Marines in die 890 Jump gegangen sind, um dort ihre Mission zu machen. Da kann schon mal sein, dass man eben schnell auf die Nase fällt. Na, dann holen wir doch erstmal da das Paket ab. Na? Super. Ein bisschen schwarze Augen geworden und umgefallen. Ja, das nächste Mal gucken wir mal, da können wir euch ja gerne in den Stream dann mit dem Bildschirm mit einblenden. Das geht auch relativ einfach, das haben wir ja auch schon mit einigen gemacht. Ne? Das letzte Mal war es, glaube ich, mit der Staffel Berylit gemacht. Das geht ganz einfach, ihr braucht dafür keine Programme installieren. Das geht alles über Firefox oder Edge oder was auch immer. Das ist nur ein Link und dann gebt ihr so gesehen den Bildschirm, also Star Citizen in diesem Falle, frei. Und da wird dann ein Link generiert und mit diesem Link als solches, ja, kann ich euch dann hier in den Stream mit einbinden und auch die Zuschauer können dann sehen, was ihr macht. Und ja, wenn ihr dann schwarz vor Augen wird, weil du unterzuckert bist, ja, eigentlich könnte ihr unsere Stewardess mal vorbeikommen und dir ein paar Getränke bringen. Ja, du musst nicht jetzt fragend auf dich zeigen. Das war keine Frage, das ist eine Feststellung. Oh Mann. Oh, oh Mann. Ich glaube, da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, glaube ich.
kann ich bei irgendwem von euch schlafen. Besser ist das. Nein, noch kriegen wir keine Landeanforderung. Wir sind noch etwas weit entfernt. Und da kommt schon die Meldung. Na, please contact 280C. Und schon holen wir uns die Landeanforderung und auf geht's. Please proceed to sign landing bay. Na, Fahrwerk ist schon runtergefahren. Das bitte nicht vergessen. Man kann zwar auch ohne Fahrwerk landen, aber das sieht nicht so elegant aus. Ja, und wie ihr seht, ich habe heute Track Eye Armor so ein bisschen mit an. Wenn also ruckartig der Kopf nach rechts oder links geht, dann hat mir meine Frau eine geschallert. Dann habe ich irgendwas Recht Falsches gesagt. Ja, naja, also, na bitte. Dabei bin ich doch immer so lieb. Ja, ja, ist danke, danke, danke. Steh mir nicht bei, steh mir nicht bei, fall mir noch in den Rücken. Könnt hier gleich aus Versehen irgendwo mal reinfliegen. So, wir sind gelandet. Landing complete. Have a pleasant stay. Na, genau, dann gönnen wir uns den Luxus und werden dann gleich mal nebenbei volltanken. Jetzt schon losgelaufen oder muss ich loslaufen? Ich bin schon genau. Im Fahrstuhl. Gleich elegant hier wie ein Marine aus der Tür gesprungen. Mal so tun, als ob, ne? Ja. Ja, schön zu sehen, wie der Turm sich oben bewegt. Und hier geht gerade wieder die Welt unter bei uns. Ein Sturm ohne Ende, alles fliegt draußen schon durch die Gegend. Und Regen, na super. Also wenn es gleich lautes Rauschen im Hintergrund gibt, ist unser Dach weggeflogen. Aber wir machen weiter, wir halten da durch. Ja.
Für diejenigen, die nicht wissen, was ein OM ist, das ist keine Station oder ähnliches, das ist der sogenannte Orbital Marker, damit man eben auch die Möglichkeit hat, um Planeten herumzuspringen. Warten wir irgendwann mal auf die Paketmissionen, die dann einmal komplett durchs Vers laufen. Da ist man dann, ich glaube, ein paar Monate unterwegs. Ich hab's geschafft. Die Mission ist beendet. Als 18-Jähriger angefangen. Als Rentner die Mission beendet. Dann musst du deine Mission ja mit Bedacht wählen. Ja, ja, ich darf nur noch kurze Missionen wählen. Am besten auf einem Planeten. Die ist zum Thema zum Grillen eingeladen. Da kommst du auf den Grill, warte mal ab. Das schmeckt doch nicht. Ja, ja. Ja, lieber Chris Roberts, es wäre auch sehr schön, wenn man irgendwo hinfliegt, dass diese Station auch die ganze Zeit eingeblendet bleibt. Schreibe ich sofort. Das würde einiges einfacher machen. So. Lieber Chat, liebe Zuschauer, nicht wundern, wie gesagt, wenn der Kopf ab und zu mal nach rechts geht. Nein, ich kriege nicht ständig von meiner Frau eine geschallert. Sondern ich muss dann mal die Szenen natürlich entsprechend umschalten. So, dann suchen wir uns doch mal hier ein kleines Landeplätzchen. Ja, die blauen Plätze, die ihr gerade da unten gesehen habt, sind natürlich für Bodenfahrzeuge. Touchdown. Da springt er schon wieder mutig raus. Wie gesagt, mit den Kamerafahrten, da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Das kann man sogar irgendwie wohl noch automatisieren. Aber damit habe ich mich noch nicht so beschäftigt. Das ist mir noch etwas zu schwierig. Aber wie man hier auch so in der Außenperspektive sieht, grafisch ein Leckerchen. Hopp, hopp, keine Müdigkeit vorschützen. Dank die Schwerkraft hier gering. Ist nicht so schwer dann alles. Alle an Bord. Perfekt. So, dann fliegen wir mal zum Drop-Off. Gear up.
Michaela, wir kommen. Boah. Muss man ein bisschen vorsichtiger fliegen, Junge. Na, schon wieder umgefallen? Oh, ist aufgestanden. Getuned. Getunte Cutlass. Oh, direkt dahinter. Na, da bin ich ja mal gespannt. Bei mir springen heute ständig die Marker wieder weg. So. Nach Jela Deacons Research. Dann gucken wir doch mal, wo wir den haben. Toll, Timo. Ach, stehst schon wieder am Mist. Falscher Planet. Da kann das natürlich auch nichts werden. Ah, da wird der Drop-Off angezeigt. Da kann ich natürlich auf dem anderen Planeten lange suchen. Dann fliegen wir erstmal darüber. Die Marker gehen wieder nicht richtig. Funktioniert wieder sehr gut mit der Sternkarte. Dann fliegen wir, wie ich das ja auch hier schon in den letzten Streams immer erklärt habe, manuell an. Dann macht ihr nicht über F2 die Sternkarte die Route, sondern geht einfach über B und guckt, was ihr anfliegen könnt, wenn die Positionen, die ihr anfliegen wollt, natürlich zu weit weg sind. Ja gut, dann schafft ihr das meistens nicht, so die Route zu machen. Da müsst ihr eben sehen, dass ihr so ein bisschen Hopping betreibt. Ja, nächste Woche mal gucken, was wir da so streamen. Da wird es auf jeden Fall später abends, das können wir den Zuschauern schon mal so verraten. Genau, also wir hatten uns gedacht, dass wir wieder Dienstag und Freitag streamen. Beides Male um 21.30 Uhr circa. Und dann halt etwas kürzer das Ganze. So, wo ist der Drop-Off? Da. Gucken wir mal. Da ist er. Und damit wir nicht so weit gehen müssen, wenn wir natürlich gleich daneben landen, um noch hoffentlich irgendein Gebäude anzukratzen. Ja, ich lande drauf. Perfekt. Warum geht das Fahrwerk wieder rein? Ich möchte, dass es rausgeht. Los, Timo, trau dich! Spring nicht! Das Leben ist zu sinnvoll. So, Touchdown.
Hallo, Eomiras. Schön, dass du dabei bist. Hi, Eomiras. Hope you are well. Ich schalte nochmal zu Bettina, die so ein paar Außenimpressionen noch einfängt. Und da läuft er. 2. Ja, Fließbandarbeit hier heute. Weißt du, zu mehr sind wir nicht zu gebrauchen. Ja, nicht nach so einem Event wie gestern. Da ist dann heute mal Ruhe angesagt. Also selbst im Stream das Ganze so zu beobachten war unheimlich spannend. Wie gesagt, wir haben uns heute extra nochmal das VOD angeguckt von PsychShot, genauso wie Baha. Jetzt fehlt eigentlich nur noch so das letzte VOD von Paulchen, wenn wir nochmal reingucken. Dann haben wir es aus allen Perspektiven gesehen. Jawohl, und da wurden wir schon ausgezahlt. Perfekt, richtig Kohle gemacht. Juhu, ich bin reich. Hallo Cervantes, wie das, wie Ruhe, Randale, muss scheppern. Immer mit der Ruhe, heute mal nicht. Heute machen wir mal was ganz Gemütliches. Alle drin? Ja. Ja. Ich hier schon so gemütlich. Ja, nee, alles gut, gar kein Problem. Ich war nicht in Außenansicht, deswegen. Ja, ich hatte nur hier Cervantes Nachricht im Ingame-Chat hier gesehen, im Chat gesehen hier vom Stream. Ne, der hier nach Randale schreit. Nein, 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 nein. Heute gibt's keine Randale. Heute ist ganz, ganz gemütliches Gameplay angesagt. Ne? Im Alter angemessen, jedenfalls. Ja, richtig, beiden. Genau. Schön fürs Wochenende zum Relaxen. Ne? Dann fliegen wir mal wieder nach PO. Ja, die Credits sind natürlich nicht die Menge für diejenigen, die hier spielen. Die wissen das, aber man muss ja auch nicht immer Millionen machen. Was? Wir wurden mit falschen Versprechungen hier gelockt. Ja, so ist das. Aber ja, seid jetzt hier. Ja? Meine 890 habe ich schon vorbestellt jetzt. Ja, ja, ja. Das macht ja gerade den Sinn. Somit bist du dann für die nächsten 500 Jahre hier verpflichtet. Hörte sich nicht gerade überzeugend an, dies. Werden meine Urenkel sich das Schiff endlich leisten können. Ja, genau, richtig. Nein, wir machen demnächst auch nochmal so ein bisschen Mining. Und da seht ihr, wie gut man da aktuell verdienen kann. Gerade wenn die Trüffelschweine vorwegfliegen. Aber das werden wir wahrscheinlich übernächste Woche erst machen. Weil da haben wir dann die entsprechende Zeit, so einen Stream dann auch mal auf die Beine zu stellen mit mehreren. Da werden wir wahrscheinlich mit irgendeiner Staffel mal wieder unterwegs sein. Gucken. Da hinten wird scharf geschossen. Nur die Frage ist, auf wen? Keiner zu sehen. Naja, gut.
Rüstungsfeuerwerk für uns. Ja, genau. Diese Korken knallen. Die Helden sind wieder da, die erfolgreich 3 Pakete ausgeliefert haben. Naja, mit Delivery Guy. Genau. Kann ich ein ganzes Buch mitfüllen mit den Geschichten. Ja, genau. Port Olisa wird man uns einen Schrein bauen. Ja, hier wird wirklich wild geschossen. Fahrwerk ausgefahren? Ja. Ist alles ausgefahren. Wie gesagt, denkt nur dran, liebe Zuschauer, wenn ihr gelandet seid, einmal gleich wieder auftanken. Es sei denn, ihr claimt natürlich irgendwo anders das Raumschiff. Ja, mir werden natürlich hier noch einige Marker angezeigt. Ich steige natürlich schön über die Heckklappe aus, ne? Gemütlich meinem Alter entspricht. Ich spring da nicht raus. Nicht mehr in meinem Alter, die Gelenke machen da nicht mehr mit. Oh. Was essen, was trinken hier. Vor 30 Jahren, da hätte ich das noch geschafft. Ja, nächstes Stream. Dienstags, 9:30. Wenn wir nach Hause kommen, dass wir dann nochmal in Ruhe was essen können, nochmal kurz was trinken können und uns dann hier so ein bisschen auf den Stream vorbereiten. Mal gucken. Für Dienstag, wenn alles gut geht, ja, wird ein bisschen, wie heißt das so schön, Unboxing stattfinden, wenn die Würpels geliefert sind von meiner Frau. Mal gucken. Dann werden wir mal zeigen, ja, wie gut die verpackt sind, wie schön das alles aussieht, wenn man die dann noch so auspackt. Und dann werden wir mal gucken, wie weit wir kommen, dann die hier anzuschließen. Da werden wir dann auch ein paar Fotos von zeigen oder entsprechend versuchen, das mit einer Kamera hier mal ein bisschen vielleicht einzufangen. Und dann könnt ihr euch mal die Würpel hier am Tisch meiner Frau ansehen. Und dann, ja, mit dem Einrichten, das werden wir bei Zeiten dann alles so Step by Step dann hier im Stream dann mal erledigen. Und mal gucken, was wir dann am Freitag um 21.30 Uhr machen. Da werden wir vielleicht auch nur was ganz Kurzes machen, da wir auch am Wochenende mal wieder arbeiten dürfen. Genau, da werden wir vielleicht mit dem ABC mal weitermachen, dass wir vielleicht so einige Buchstaben zusammenfassen, wo es halt nicht so ganz so viel drüber zu erzählen gibt. Genau. Ja, hier macht sich gerade große Begeisterung groß. Es wurde schon erwähnt, die Paketmission hat funktioniert und wir wurden auch bezahlt. Na, wunderbar. Ja, Eomira sagt gerade, J ist ein guter Buchstabe, aber ich glaube, wir wären dann bei F dran, ne? Oder hatten wir das F das letzte Mal? Muss ich mal gucken, eine Sekunde. Ja. Ja, wer hat hier die Nerf Gun? Ach, der Duke Rocker. Genau, das ist nochmal was. Das kann ich hier nochmal für unsere Zuschauer zeigen. Ne? Gab ja mal diese schöne Nerf Gun hier für Subscriber, war das mal, ne? Ja. Genau. Ne?
Und auch in der Mystic Zone kann man damit schießen, aber ne, wer Nerf Gun kennt, ne, ja, der weiß, da kommt natürlich nur so ein, genau, Plastikbröppel raus, der keinen verletzt. Ne. So, was hatten wir denn? Bei F, wir wären bei F. E hatten wir schon. Genau, ja, dann sind wir bei F. Naja, da gucken wir mal, was wir da alles so Schönes draus machen. Ja, die Knicklichter oder die Lichter sind auch alle schön aktiviert. Wunderbar, wie ein Tannenbaum. Na, sieht natürlich sehr stylisch aus. Ja, das werden wir beim FPS-Mining dann auch mal machen, mit diesen Lichtern. Na, das war damit so ein bisschen Handminern. Mal alles mal so ein bisschen ausprobieren hier so nach und nach. Ja, damit würden wir für heute den Stream schon beenden. Wie gesagt, was Ruhiges. Wie gesagt, die meisten sind noch K.O. von gestern und schwelgen dann noch in Gedanken an das tolle Event. Ne, freuen wir uns schon wieder aufs nächste Mal, aber da werden wir auch wieder nicht dabei sein, weil das auch wieder an einem Tag stattfindet, wo wir natürlich wieder so Dienst haben mit Nachtdienst. Das heißt, ne, die Orga darf schön spielen und wir sitzen dann schön auf der Arbeit. Aber na gut, so ist das Leben. Die Würpels wollen ja auch bezahlt werden. Ne? Geld muss ja irgendwo herkommen. Genau, so wie die 890 Jump, ne, die sich hier schon bestellt wurde in der Luxus Edition Spezialvariante. In ne? der extra Luxus Edition. Ja, genau, genau. Was, was hat die gekostet? 32 Millionen oder was, oh, muss ich hinblättern? Ja, irgendwas über 32 Millionen kostet die, genau. Ja. Das ist natürlich schon ein stolzer Preis, sich das zusammen zu farmen. Naja. Ja, aber ich sag mal, so im Handelsbereich hat man das Geld relativ schnell zu sammeln. Ja, dann mache ich den Anfang. Verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Tag noch. Wie gesagt, wer Lust hat, kann gerne zu uns ins TS kommen. Ihr seid herzlich willkommen. Ja, Razor Crest kann schon gar nicht mehr aushalten hier. Der, ne, springt schon auf dem Boden rum. Ja, ich für meinen Teil wünsche allen Zuschauern schönes Wochenende und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Space Dirk und übergebe damit an Space Bear. Genau, dem schließe ich mich an. Denkt dran, nächsten Dienstag oder kommenden Dienstag, 21.30 Uhr, sind wir wieder dabei. Sekunde. Muss nicht sein. Dann bedanke ich mich bei Razor Crest und Duke Crocker, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch noch gerne was essen bestellen. Ansonsten beenden wir den Stream jetzt. Schön, dass ihr alle dabei wart. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, musste ich, ja. Bortolesa schießt übrigens auf sich selber die ganze Zeit.